letzten Endeffekt an den Spielern. Es wird auch für die Nationalmannschaft gelten. Und weil der Willi Kreuz vom Training spricht, wir waren natürlich beim Teamtraining dabei, sind ja nur noch 4 Tage bis zum WM-Qualifikationsspiel in Frankreich. Und dann werden wir wissen, ob Paris eine Reise wert war. Wir müssen natürlich schauen, dass wir auch die Franzosen in der Verteidigung ein bisschen verunsichern können, dass wir auch zu Torchancen kommen. Vielleicht können wir sogar in Führung gehen und dann wird es für die Franzosen sicher schwer, dass sie uns schlagen können, obwohl sie meiner Meinung nach der Favorit sind. Ist ganz klar, weil sie ein Heimspiel haben, aber wir müssen punkten. Bei der WM-Qualifikation zählen nur die Punkte und das ist unser großes Ziel. Sie haben es gehört, wir müssen und nicht wir wollen, hat Andreas Herzog gesagt. Aber am kommenden Mittwoch im Pariser Prinzenparkstadion braucht Österreich mehr als nur einen selbstsicheren und auch ballsicheren Mann. Ich glaube, das Wichtigste für das Spiel wird sein, dass man 11 ballsichere Leute hat. Weil heutzutage ist der Tormann auch schon am Ball, muss auch schon besser sein. Ein ballsicherer Mann wäre sicher zu wenig für Paris. Ganz wichtig, im österreichischen Team gibt es kaum mehr Probleme mit Verletzungen. Beide Torleute, Konsel und auch Wohlfahrt, sind wieder fit. Und auch Heimo Pfeifenberger ist einsatzfähig. Nur Manfred Czak hat weiterhin Probleme mit der rechten Ferse. Ich habe gestern einen Tag passieren können, es ist minimal besser geworden. Und ich meine, ich bin das jetzt schon gewöhnt, denn ich habe das jetzt schon seit 2 Monaten und spiele seit 2 Monaten schon mit Schmerzen. Es ist nicht zum Ausheilen, weil keine Zeit für eine Pause ist. Und da muss ich mich bis in den Winter noch durchbeißen. Das heißt, Sie können auch am Mittwoch spielen? Ja. Einen Ihrer Gegner, Teamstürmer Cantona, haben Sie gestern in Aktion gesehen. Da haben Sie gesagt, so könnte am Mittwoch auch spielen. Ja, das wäre gut. Weil gestern hat er sicherlich einen sehr schlechten Tag gehabt. Ihm ist fast nichts gelungen. Aber ich habe ihn anders auch schon gesehen. Ich habe ihn auch gesehen im Retourspiel in Leeds. Und da hat er sensationell gespielt. Und da, wenn ich mir es aussuchen könnte, wäre mir schon lieber, wenn er so spielen würde wie gestern. Er hat zwar gestern nicht, glaube ich, seinen besten Tag gehabt, aber wir haben vorher gesehen und man weiß, wie stark er ist. Es ist ein Ball, ist er gefährlich, Kopfball stark und ich glaube, die zwei vorne sind immens gefährlich, wie überhaupt, glaube ich, der Großteil der Mannschaft der Frankreich. Nach 7 Freundschaftsspielen unter Ernst Happel wird es jetzt ernst. Und der Ernstfall wird auch beim Training in Wiener Neudorf geprobt. Die Kamera ist nicht immer dabei. Wir trainieren da verschiedene Spielzüge und Varianten von hinten heraus und mehr will ich eigentlich nur noch nicht dazu sagen, weil es soll ja top secret bleiben und ich hoffe, das gelingt in seinen Frankreich. Ganz wichtig wird der Beginn sein, weil das Publikum ja nicht unbedingt fanatisch ist in Paris und wie Ernst Happel weiß, auch zum Gegner übergehen kann. Ja, das ist richtig. Ich glaube, für denen ist das irgendwie und Anführungszeichen die letzte Chance, die werden sicherlich mir in den ersten 20 Minuten einen enormen Druck erzeugen wollen, weil sie einfach das Publikum auf ihre Seite bringen wollen und wir sind darauf vorbereitet. Wir wissen, dass die ersten 20 Minuten sehr schwer werden und die hoffen wir bestehen die. Ja, ich habe das gesehen gegen Brasilien, wie sie verloren haben 2:0. Da war eigentlich das Publikum nach einer halben Stunde für Brasilien. Ich glaube, das ist in Frankreich so, weil sehr viele Marseille-Spieler dabei sind und die hätten lieber in Marseille gespielt, aber wir spielen in Paris, wir werden schauen, dass wir das Publikum auf unsere Seite bringen. Das ist sicher nicht leicht, weil die Franzosen im Endeffekt jetzt in Bulgarien angefangen haben mit einer 2:0 Niederlage und natürlich versuchen gegen uns auf Sieg zu spielen. Aber wenn sie gegen uns nicht auf Sieg spielen, dann hätten sie auch die falsche Einstellung. Ich weiß nicht, wie das Pariser Publikum ist, aber es wäre natürlich für uns sicherlich auch ein kleiner Pluspunkt, wenn wir gleich einen guten Start erwischen und die Fans für uns wären. Nicht? Aber ich glaube nicht, dass man das erwarten kann in einer WM-Qualifikation. Die Franzosen werden sicher die ersten 20, 25 Minuten alles versuchen, um unser Tor zu schießen. Wenn wir das überstehen können und dann vielleicht das Konter die eine oder andere Möglichkeit vorfinden, dann könnte es sein, dass das Pariser Publikum in unser Lager überwechselt und das wird uns natürlich sehr helfen. Eine Frage ist ja unter Ernst Happel nicht mehr erlaubt. Was darf man sich erwarten? Man muss sich einiges erwarten. Ja, sicher muss man sich was erwarten, denn ich glaube, die letzten Länderspiele haben gezeigt, dass immer ein bisschen eine Steigerung da war und
wenn jetzt wieder eine Steigerung da ist in Paris, dann ist das schon ein Erfolg. Ja gut, wir werden natürlich alles probieren, ob es uns gelingt. Das werden wir spätestens am Mittwoch sehen, aber ich glaube, man hat jetzt gesehen bei dem Training, jeder ist mit 100% dabei, jeder bemüht sich bis zum Letzten und ich hoffe, dass wir das bringen, was wir, glaube ich, in der Tschechoslowakei braucht haben, erste Halbzeit, dann könnte schon was da drinnen sein. Das wäre ideal, nur müssen wir das halt 90 Minuten machen. Spanien-Legionär Toni Polster wird in Paris aller Voraussicht nach ein Jubiläum feiern. 10 Jahre nach seinem Länderspieldebüt spielt er zum 50. Mal für Österreich. Ja, wir glauben natürlich an uns und wir wollen es noch einmal schaffen, weil wir wissen, dass wir nur große Außenseiter sind, dass die Gruppe viel, viel schwerer ist als vor 4 Jahren. Aber trotzdem wollen wir es schaffen und wollen wir zeigen, dass wir auch da mitspielen können. Jener Mann, der in Paris viel Verantwortung übernehmen soll, hat mit starken Auftritten in der deutschen Bundesliga viel an Selbstvertrauen gewonnen. Ich habe mir jetzt in der deutschen Bundesliga schon ein paar starke Spiele geliefert und ich habe jetzt durch das Tor gegen Dynamo Dresden genug Selbstvertrauen, dass ich in Paris eine gute Leistung bringen kann. Wichtig wird vor allem sein, was ja passieren kann, besonders zu Beginn des Spiels, wenn man in Bedrängnis gerät, dass man das Spiel zu kontrollieren versucht. Ja, das war in letzter Zeit, glaube ich, ein bisschen unsere Schwäche, dass wir gleich zu hektisch waren, zu nervös hinten, dass wir uns dann in die Verteidigung hineindrängen haben lassen. Und wie ich schon gesagt habe, ich glaube, wir müssen versuchen, dass wir voll mitkämpfen, dass wir auch nach vorne spielen, Gegner oft ausspielen, dass die unsicher werden. Und dann werden wir sicher von Minute zu Minute stärker. Eine Frage ist noch offen. Haben alle Spieler schon jenes Selbstvertrauen, das Ernst Happel von ihnen fordert? Ja, die wissen alle, um was es geht. Und es sind immerhin die Teamspieler, das sind die 16. Da sind noch vielleicht 10 dabei, die von den 20, 25 besten Fußballer in Österreich. Und es ist schade, wenn die kein Selbstvertrauen hätten. Die haben schon das Selbstvertrauen, dass wir in das Spiel mit 100% Einsatz gehen. Naja, wir müssen es haben, denn so wie der Ernst Happel gesagt hat, sonst braucht man dort wirklich nicht hinfahren, wenn wir Angst haben. Denn sonst kriegen wir dort ein Debakel wahrscheinlich. Wir müssen dort wirklich rausgehen und zeigen, dass wir Männer sind. Und dann können wir dort sicher ein gutes Resultat machen. Ein wahres Wort, würde ich nicht, was da der Manfred Schack gesagt hat. Ich möchte eines noch dazu sagen. Wir wollten eigentlich live von diesem A-Spiel gegen das Unter-21-Team berichten, aber Ernst Happel hat gesagt, nix, kein Kamerateam, top secret, wie es bei ihm heißt. Also das ist verboten. Ist irgendwo auch verständlich, er übt taktische Varianten. Zu diesem Spiel, das momentan gerade läuft, es steht 4:0 für das A-Team, Willi, und der Toni Polster hat 4 Tore geschossen. Wäre zu hoffen, dass ihm ein ähnliches Husarenstück gelingt wie gegen die DDR. 3 Tore. Naja, man kann sich nicht 4 Tore von Toni Polster in Frankreich erwarten, aber es wäre schon Erfolg, wenn wir eines schießen und keines bekommen würden. Willi, es war in Ihrer Mannschaft, die große Erfolge gefeiert hat mit dem guten Ergebnis in der WM in Argentinien, auch Spanien war noch in Ordnung. Da war das Selbstvertrauen da. Manchmal hat man oft das Gefühl, wenn man mit der Mannschaft durch diesen Gang hinausgeht auf das Spielfeld, sie haben Angst. Sie trauen sich nicht. Naja, man darf das nicht vergleichen. Die Mannschaft von 78, da waren 6 Legionäre in der Mannschaft, da waren Spielerpersönlichkeiten, ungefähr 8 oder 9 Spieler haben. Das muss da noch hineinwachsen. Haben extra Klasse gehabt. Hier haben wir noch nicht so gute Spieler, keine Persönlichkeiten, die müssen erst Persönlichkeiten werden. Es wäre so gut, wenn einige zum Herzog Andi dazustoßen würden. Das glaube ich, denn natürlich wird die Spieler werden im Ausland doch viel mehr gefordert wie in Österreich, in der Meisterschaft, im Training auch. Und daher kommen sie auch besser zum Team. Da liegt ja die große Chance, wenn wir gut spielen in der WM-Qualifikation, auch wenn wir es nicht schaffen, wenn sich einige Spieler präsentieren können. Die große Chance ist ja in Italien bei der Weltmeisterschaft eigentlich verloren gegangen. Ich glaube, dass die große Chance für jeden Spieler in Österreich ist nur das Nationalteam. Wenn man international gut spielt und Erfolge hat, dann in jedem Spiel, Länderspiel sind natürlich Manager und Trainer anwesend. Und in einer guten Leistung kann man vielleicht als Legionär ins Ausland gehen, das ist schon richtig. Willi, so rein gefühlsmäßig, so aus dem Bauch heraus, was erwarten Sie denn in Frankreich, wenn man das Umfeld sieht und alles, was wir bis jetzt erfahren haben? Ja, die Euphorie ist sehr groß aufgrund der letzten beiden Länderspiele, wo die Mannschaft sicher immer eine Halbzeit sehr gut gespielt hat. Wie der Manfred Schack gesagt hat, wenn wir das natürlich jetzt 70 oder 80 Minuten durchhalten, dann können wir sicher ungeschlagen davonkommen oder sogar ein knapper Sieg. Können wir nach Hause spielen. Frankreich scheint ein bisschen angeschlagen, aber das täuscht natürlich, denn dort spielen doch klasse Spieler in sehr guten Vereinen. Willi, spielen Sie Toto? Schauen wir uns kurz den Toto-Schein an. Ja. Was haben Sie denn getippt? Schauen wir mal. Erstes Spiel 1:3, Tipp 2, LUV spielt morgen, Spiel 3, 2:1, Tipp 1, dann 1:0,
Für wieder Rapid, wieder über Mandreco.